Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Viele von euch wissen sicherlich, ich bin der Steve und ihr wisst auch, dass ich Laternenparker bin. Ich hoffe, das geht trotz des Verkehrs. Und was brauche ich als Laternenparker? Natürlich, ich brauche öffentliche Ladeinfrastruktur. Und um die soll es heute gehen, aber nicht ganz um die öffentliche Ladeinfrastruktur, sondern um die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur oder halböffentliche Ladeinfrastruktur, und zwar die bei Lidl. Viele von euch haben uns berichtet, dass an den diversen Lidl-Märkten die Ladestationen mittlerweile defekt sind, und wir haben uns mal ich habe mich mal auf den Weg gemacht und habe mir das mal angeschaut. Habe ich tatsächlich defekte Ladestationen gefunden oder funktionieren die alle einwandfrei? Und was ist, wenn ich einen Defekt finde? Kann ich dann irgendwie Lidl Bescheid sagen? Kann ich mich irgendwie an den Betreiber wenden, damit die zeitnah repariert werden? Und das gucken wir uns gemeinsam an. Und da würde ich sagen, kommt ihr einfach mal mit. Und ich steige ein, ihr guckt euch das Intro an und danach geht's los. Und wir sind an der ersten Ladesäule. Mal gucken, wie das hier aussieht. So, gebrandet ist die noch nicht. Aha. Dort. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Aha. Man kann nichts auswählen. Sprache könnten wir verändern. So, ansonsten können wir hier leider nichts machen. Jetzt sieht man ja hier hinter mir diese WeShare-Schilder. Das heißt, die sind ja darauf angewiesen. Jetzt müsste ja hier irgendwo eine Telefonnummer oder irgendetwas dran stehen. Steht aber leider nicht. Ich kann es euch auch gerne mal zeigen. Die Säule ist auch noch nicht mal gebrandet. Da steht nichts dran. Hier ist das WeShare-Schild von 23 bis 6.30 Uhr. Und was soll ich euch sagen? Der Clou ist sogar noch das da. Der Typ-2-Anschluss fehlt hier komplett. Vielleicht ist er deswegen außer Betrieb. Kann aber leider niemandem Bescheid sagen. Drinnen in der Filiale bei Lidl weiß niemand Bescheid. Wir fahren mal zur nächsten Säule. So, angekommen an der nächsten Ladesäule. Gucken wir mal, ob es hier funktioniert. Die ist im Gegensatz zu der anderen natürlich schon gebrandet. Leuchtet auch grün. So, CCS eingesteckt. Jetzt flackert es halt ein bisschen. So, kann man starten. Wunderbar. Da ich jetzt dauert jetzt meistens ein bisschen, da ich jetzt aber auch nicht einkaufe bei Lidl, werde ich jetzt auch gleich wieder abbrechen, sondern ich wollte eigentlich nur mal zeigen, ich wollte einfach nur mal die Ladesäulen abfahren und mal gucken, ist denn hier etwas zu finden? So, jetzt sagt er immer noch bitte warten. Jetzt gucken wir mal hier unten. Versuch's mal ein bisschen runter zu steuern. Da ist das WeShare-Schild. Ne? Irgendwie sind die natürlich darauf angewiesen. Wir gehen mal um die Ladesäule herum. Also, ich weiß nicht, ob ihr was seht. Ich sehe nirgendwo eine Telefonnummer oder ähnliches. So. Da kann ich jetzt sehen, was ich schon geladen habe. 11 Minuten verbleiben bis 83%. Häuschen. So, da gibt es nichts. Sprache gibt es auch nichts. Jetzt sehe ich hier. Dann kann ich beenden. Nee. Anhalten. Benutzerabfrage, Grund für den Stopp. Benutzerabfrage, danke für das Nutzen unserer Ladestation. Ole, ole. Aber auch hier. Rundherum an der Ladestation, wenn jetzt hier ein Problem ist, finde ich,
keinen Betreiber. Das ist halt echt schade. So. Jetzt waren wir Klützowstraße, jetzt sind wir Reinickendorfer Straße. Dann hier funktioniert es ja, also hier bräuchte ich jetzt theoretisch keine Telefonnummer, aber wenn jetzt hier ein Problem vorliegt oder sowas, dann hätte ich natürlich ein Problem und dementsprechend gucken wir natürlich weiter, ob es irgendwo anders noch eine Ladesäule gibt, die vielleicht ein Problem hat und wo ich ganz gerne jemanden anrufen würde, so wie an der Säule gerade eben. So, man könnte ja jetzt meinen, dass an der ersten Ladesäule, an der ich stand, dass die noch nicht in Betrieb ist. Aber ich habe bei Going Electric reingeguckt und da haben schon wohl Leute erfolgreich geladen. Und das auch schon über einen längeren Zeitraum. Warum die noch nicht gebrandet ist, respektive warum dort das Typ-2-Kabel abgetrennt wurde, was auch nicht fachmännisch abgetrennt aussieht, sondern das sieht eher aus, er geklaut aus, weiß ich nicht, aber wie gesagt, würde gerne den Schaden melden, sodass er behoben werden kann, denn ich habe bei Going Electric reingeguckt, das Typ 2 Kabel fehlt seit 3 Monaten und das ist natürlich schade, wenn du in die Filiale reingehst und das heißt, wir wissen hier von nichts und draußen steht aber auch keinerlei Firma drauf oder sonst irgendetwas, an den man sich wenden kann. Warum das so schade ist, dazu komme ich nochmal am Ende des Videos. So, angekommen beim Lidl Prinzenallee und ja, ich habe schon gesehen, als ich gerade eingeparkt habe, seit den Ladeklappe aufgemacht, obwohl ich gar nicht laden will, sondern ich will euch nur mal was zeigen. Und da sieht man schon das Malheur. CCS und Shademo scheinen zu funktionieren. Und wenn ich mir den hier angucke, tja, was soll ich dazu sagen? Tja, er leuchtet noch grün, der Typ 2 Stecker, aber auch hier wieder kein Aufkleber, nichts dran, keine Telefonnummer, gar nichts. Wem kann ich jetzt Bescheid sagen? Gehst du rein in die Filiale, wissen sie von nichts. Können dir leider nicht weiterhelfen. Auch hier Bildschirm, ihr seht's, kann sogar noch CCS auswählen. Aber ganz im Ernst, wenn ich hier angucke, ob ich den in mein Auto reinstecken möchte, ich weiß ja nicht. So. Und nur noch mal zum Verständnis. Das ist jetzt hier kein Video, zeigen soll, dass die E-Mobilität nicht funktioniert. Denn auch ohne diese Ladesäulen von Lidl und Kaufland funktioniert die E-Mobilität. Und die funktioniert sehr gut. Funktioniert bei mir seit 2 Jahren und 83.000 Kilometern. Wunderbar, 2,5 Jahren. Und was wir einfach nur bewirken wollen, ist, dass wir vielleicht einen Ansprechpartner bekommen. Denn noch ist es so, dass sehr viele Enthusiasten Elektroautos fahren und wir würden gerne die Gelegenheit nutzen und würden euch gerne Lidl dabei helfen, dass die Ladeinfrastruktur funktioniert, dass sie intakt gehalten wird, dass wenn der nächste Kunde kommt, ein angenehmes Kauferlebnis hat und parallel dann halt eben sein Elektroauto laden kann. Und nicht, dass er ankommt und sagt, Mensch, die haben da eine Ladesäule, so ein Mist, ey. Guck mal, hier alles kaputt oder sich vielleicht sogar noch verletzt. Also da drinnen konnte mir leider gerade keiner weiterhelfen. Es leuchtet grün. Und wenn ich mir das aber angucke, da von dem Typ 2 Stecker, ich finde das äußerst bedrohlich. Und da ich nicht weiß, ob das jemand nutzt und da es regnet, bin ich ganz frech, drücke ich einfach mal den Not aus. So, angekommen an der nächsten Ladesäule, Lise-Meitner Straße. Und Lidl, irgendwas habt ihr doch mit dem Typ 2 Stecker, oder? Oder, keine Ahnung, vielleicht sind es auch die
die Dienstleister von WeShare, ich habe keine Ahnung, das Ding ist seit 2 oder 3 Monaten abgeklebt, leuchtet rot und hier, wenn wir da drauf gehen, der lädt gerade der i3, gehen wir auf Maintenance, we apologize for any inconvenience, ja, Information. Wenn ich auf Information gehe, dann sagt er mir noch das. Aber ansonsten finde ich hier halt leider auch wieder keine Telefonnummer, kein Hinweis, nichts dergleichen. Das ist die Ladesäule, an der ich schon mal dran war, wo es dieses lustige Video gibt, weil sie so schön auf der Ecke steht. Und wenn jetzt der i3 auf der anderen Seite gestanden hätte, dann hätte ich Probleme, da ranzukommen. Mittlerweile hat man ein längeres Kabel rangemacht. Danke Lidl dafür, aber weißt du, ihr müsst, eure Mitarbeiter im Laden haben bestimmt mehr zu tun oder andere Sachen zu tun, als sich um eine Ladesäule zu kümmern. Und ich meine, es muss ja irgendeinen Service geben, mit dem ihr zusammenarbeitet, der dieses Ding aufgebaut hat, der dieses Ding wartet. Und der wäre halt doch das Einfachste, von dem eine Telefonnummer ranzukleben und zu sagen, ey, hast du ein Problem mit der Säule? Ruf die Nummer an. Ich würde es machen, aber es steht halt leider nirgendwo etwas dran, auch nicht im Menü. Und ja, finde ich halt schade. WeShare konnte uns leider auch nicht weiterhelfen auf unsere Anfrage. Die sagten, Lidl ist der Betreiber. Ja, irgendwie ein bisschen komisch alles. Aber, also was heißt komisch? Also, ne? Die E-Mobilisten, die könnten euch eine Sorge abnehmen und könnten damit dafür sorgen, dass Kunden, die dann ankommen, nicht genervt sind, weil die Ladesäule immer noch nicht funktioniert und dann vielleicht doch wieder woanders einkaufen gehen, sondern dass sie in Summe ein positives Einkaufserlebnis haben. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall schön, dass es viele Ladesäulen gibt. Ja, schön, dass ihr mit WeShare kooperiert habt. Und an sich funktionieren sie ja, aber es war jetzt nur mal ein Querschnitt aus Berlin. Wäre toll, wenn sich diesbezüglich vielleicht einfach nur eine Telefonnummer oder irgendetwas, weil irgendein Service, mit dem ihr zusammenarbeitet, irgendjemand muss ja da einen Wartungsvertrag haben. Und wir würden euch das gerne abnehmen. Wir würden gerne einfach dafür sorgen, dann Bescheid sagen. Und die müssen ja dann sicherlich sowieso nochmal Rücksprache mit euch halten, ob sie den Fehler beheben sollen oder nicht oder wie auch immer. In diesem Sinne, das soll schon gewesen sein. Wenn euch mehr Videos aus der Region Berlin-Brandenburg und der gesamten Welt rund um die Elektromobilität interessieren, dann abonniert diesen Kanal. Und ich danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, es war nichts, dann gebt einen Daumen nach unten. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich sage Tschüss!